Ich war nie krank. Ich war immer gesund und ich hatte an diesem Tag wahnsinnige Kopfschmerzen. Also ich habe gedacht, mir platzt der Kopf auseinander. Und mein Mann sagt zu mir noch, setz dich hin, ruh dich aus, nimm mal eine Tablette. Das half nichts. Es ging, ich hatte dann die Augen zugemacht, machte die Augen wieder auf und sah nichts mehr. Ich war blind. Und ich weiß noch, dass ich in das Krankenhaus bis zu der Notaufnahme waren ganz, ganz viele Stufen. Die bin ich noch gelaufen. Und da haben sie eine Angiografie gemacht und haben dann festgestellt, dass ich einen Thrombus in der Karotis habe. Und danach bin ich ins Koma gefallen und dann habe ich 4 Tage nichts gemerkt. Die Diagnose habe ich dann erst bekommen, als ich wieder erwacht bin. Und dann bin ich erwacht und konnte mich aber gar nicht bewegen, war meine gesamte Linksseite von oben bis unten alles gelähmt. Und da haben sie zu mir gesagt, sie haben einen schweren Schlaganfall gehabt. So, und da habe ich erst mal geheult, geheult, geheult und habe gedacht, das Leben ist zu Ende. Da bin ich dann praktisch nach einem Vierteljahr das erste Mal zu Hause gewesen. Hatte Pflegegrad oder Pflegestufe damals, das war ja Pflegestufe 3. Es war also, ich musste vollkommen rings um die Uhr betreut werden und versorgt werden. Ich wusste nicht, was ein Kugelschreiber ist. Ich wusste nicht, was eine Zahnbürste ist. Ich wusste nicht, was ein Glas ist. Ich habe gar nicht, musste alles wieder neu lernen. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr viel geweint. Also ich habe immer gedacht, das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du einfach nicht mehr. Und mein Mann hat dann immer gesagt, zerfleisch dich nur, immer zerfleisch dich. Das war dann seine Worte. Und hat dann immer, und er hat mich auch immer ein bisschen angetrieben. So dass Freunde von uns gesagt haben, was er von ihr verlangt, das geht doch gar nicht. Aber es war gerade das Richtige. Er hat mich immer wieder gereizt, dass ich dann gesagt habe, und ich werde dir das beweisen, ich mache das. Ne? So, also mein innerer Schweinehund hat dann gesagt, ich schaffe das schon. Ne? Und ich habe es geschafft. Tja, geholfen hat mir an erster Linie mein Mann, muss ich sagen. Das war eigentlich das, was mir am allermeisten geholfen hat. Und meine Kinder. Die standen immer hinter mir, die haben alles mit mir durchgeführt, sind mit mir in Urlaub gefahren, die haben mir immer wieder so Rätsel aufgegeben, haben immer wieder versucht, mit mir zu arbeiten und haben wirklich immer gesagt, und was ist das jetzt? Bis ich dann gesagt habe, jetzt, ich bin doch nicht bekloppt im Kopf, jetzt lasst mich mal in Ruhe. So, aber das war eigentlich das, was mich so motiviert hat, einfach wieder normal zu sein, die Mutti zu sein, gebraucht zu werden. Dass sie zu mir kommen und mich fragen nach irgendwas, so wie das früher war. Das wollte ich haben. Und das habe ich geschafft. Oder hat meine Familie geschafft. Aber was für mich das Wichtigste war, war der Psychologe. Und der hat dann mit mir viele Übungen gemacht und hat auch sich an meine Wünsche angeklingt, ne? Und ich wollte ja wieder für andere da sein, wollte eigentlich auch die Krankheit richtig erforschen. Ja, ich hatte dann vor 12 Jahren Spastikerscheinungen in meinem linken Bein. Und das war ganz schön heftig. Das Bein zitterte, das krampfte. Und dann habe ich mich mit meinem Neuropsychologen zusammengesetzt und habe ihm das erklärt. Und von da an hat er mir dann Spritzen verpasst, alle Vierteljahre. Und das hilft wirklich. Ich habe also wirklich Verbesserungen und ich merke, wenn das Vierteljahr abläuft, die letzte Woche, dass die Spastiken wieder kommen. Dass es also wieder beginnt, nicht so heftig, wie es war, aber zumindest irgendwo sagt der Körper, mir fehlt etwas. Erstmal ist es nicht sehr angenehm, die Spritzerei, muss ich sagen. Es tut weh. Und dann ist es dann so nach 3, 4 Tagen, ist es so, dass eigentlich das Gefühl in dem Bein irgendwie verschwindet. Aber nach einer Woche ist dann alles weg und dann kann ich das Bein ganz, ganz ruhig bewegen und kann auch schön ordentlich laufen. Das Knie schlägt nicht mehr nach hinten aus und das ist einfach toll. Wenn die Spastik drin ist, dann ist eine kleine Unebenheit auf der Straße, eine kurze Unkonzentriertheit und ich liege lang.
Ich habe viel gearbeitet, bevor ich den Schlaganfall kriegte. Ich habe war ganz fleißig, habe auch viel ehrenamtlich gearbeitet und habe dann gesagt, als ich dann aus meinem ganz tiefen Tief raus war, habe ich gesagt, so, und jetzt ist dein Körper deine Arbeit. Und das sage ich auch zu allen, die mit mir reden, dass sie nie aufgeben sollen, dass sie immer kämpfen sollen, egal wo und wann, in jeder Situation ihren eigenen Körper sehen. Denn jetzt ist unsere Arbeit, ist unser Körper. Jedes Erfolgserlebnis, was du mit deinem Körper schaffst, ist wie ein Arbeitserlebnis, wo du, wenn du die Mappe zuklappst.